Ja, hallo, also willkommen zu Andis Garten. Es ist endlich soweit, ich kann anfangen, der Boden kann gefräst werden. Ich habe jetzt eine neue Gartenfräse, was heißt neu, neu gebraucht, die habe ich mir letztes Jahr im Winter geholt. Und jetzt ist eigentlich der erste Einsatz von ihr heute geplant. Und die Fläche zeige ich euch jetzt gleich. Wichtig ist, die Maschine muss erstmal warm laufen. Was ist das für ein Typ der Maschine? Das ist eine umgebaute Motorfräse mit einem Rasenmähermotor. Die hat der gute Mann umgerüstet, warum auch immer. So viel wie ich weiß, der Zweitaktmotor ist nicht so das Beste und deshalb hat er den umgebaut. Bei dem Zweitaktmotor, den ich hatte bei der Maschine, war ständig der Vergaser zu. Man musste die Maschine ständig zum Reparieren bringen. Es war einfach nur noch nervig. Und letztendlich war ich eigentlich ganz froh, dass ich diese Maschine gefunden habe, die baugleich ist. Und ich alles einfach nur umgeschraubt habe. Und wie gesagt, der Zweitaktmotor war einfach nur auf gut Deutsch zu sagen Schrott. Ich hatte die gleiche wie die, nur mit einem anderen Motor. Deshalb konnte ich die ganze Ersatzteile, wie sie waren, einfach umschrauben. Viel Spaß beim Video, lasst ein Like da und ein Abo. Bei dem herrlichen Wetter ist das, glaube ich, gar keine Kunst. Natürlich muss das gute Stück auch erstmal warm laufen und das machen wir jetzt auch gerade mal, weil es ist ja ein anderer Mode. Bei dem Gehoppel denkst du, du wärst auf eine Rüttelmaschine.
das Coronavirus hat uns alle im Griff. Und aus diesem Grund habe ich beschlossen, hier noch einen Streifen Salat zu machen. Das wird jetzt nochmal umgegraben, dann fräse ich es nochmal durch. Und der Blühstreifen hinten ist ja soweit auch fast fertig. Und dann sehen wir mal weiter.